Im heutigen Video soll es darum gehen, wie ihr ganz einfach euer Projekt in DaVinci Resolve abspeichern könnt, damit ihr beim nächsten Mal, wenn ihr zum Beispiel eine Pause macht, weiterschneiden könnt. Das Ganze ist relativ einfach. Wir gehen dafür ganz normal hier in DaVinci Resolve rein, wo wir jetzt gerade sind, bei Edit oder bei Cut, das ist eigentlich egal. Wir müssen dafür einmal oben auf File drücken. So, haben wir hier gemacht und sehen dann hier einmal Save Project oder Save Project As und dann können wir das Ganze einfach nennen Projekt YouTube. Einfach mal als Beispiel. So, saven das Ganze dann und das Ganze wird dann jetzt gespeichert. Das ist jetzt Projekt YouTube. Bisschen falsch geschrieben, macht aber auch nichts. Wenn wir jetzt einmal DaVinci Resolve schließen und das Ganze anschließend wieder öffnen, dann werden wir nun gleich sehen, dass wir gleich wieder auf unser Projekt zugreifen können. Das Ganze wird jetzt eben ganz kurz geladen, dauert einen kleinen Moment. Und dann haben wir jetzt hier Projekt YouTube, drücken hier drauf auf Öffnen und zack, unser Projekt wird dann hier gespeichert. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, sehr gerne ein Like, Abo da lassen und dann bis zum nächsten Mal.